Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen und um Therapeuta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Wir haben ja mit EM auch viel mit Teichen zu tun. Wir machen viel Teichbehandlung. Wir haben ein Teichpaket, wo wir die Mikroorganismen, Triaterra aktiv, Zeolit als Filtermaterial, also Pulver, was wir mit reingeben, und EM-Keramikpulver für die Langzeitwirkung für Teichbehandlung kombinieren. Das machen wir natürlich auch bei unserem Gartenteich. Und dann empfehlen wir, damit man Nährstoffe aus dem Teich rauskriegt, schwimmende Wasserpflanzen. Schilf und Seerosen sind auch schön, aber nach ein paar Jahren sind die einfach fett und dick und bringen nicht mehr viele Nährstoffe raus aus dem Teich oder ziehen nicht mehr viele Nährstoffe aus dem Wasser. Was Nährstoffe aus dem Wasser zieht, sind schwimmende Wasserpflanzen. Die haben keine andere Wahl, die müssen aus dem Wasser die Nährstoffe ziehen. Machen deswegen das Wasser nährstoffärmer und dann haben wir entsprechend weniger Algen. Also das ist ein zweiter Trick neben EM, um klare Wasserqualität zu haben. Genial ist da die Krebsschere. Das sind die hier. Eine Pflanze, die sogar unter Naturschutz steht. Natürlich nicht in ihrem Gartenteich, aber in der Natur. Und die sich ja so mit Ablegern vermehrt. Die blüht auch schön. Da kommt dann die grüne Mosaikjungfer, eine auch nur unter Naturschutz stehende Libelle und legt da ihre Eier ab. Und ja, das ist also eine Pflanze. Wir verkaufen auch die Pflanzen. Und zwar Krebsschere und Hornkraut. Das ist das hier, diese Unterwasser-Tannenwedel, die sich enorm schnell vermehren. Die können sich alle Woche fast verdoppeln, alle 14 Tage. Und ja, die beiden zusammen machen also schön schwimmende Biomasse im Teich. Man sieht ja auch noch ein paar andere Pflanzen. Wenn Sie bei uns ein Pflanzenpaket kaufen, wird da immer auch ein bisschen Froschbiss dabei sein. Das ist das hier. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen, wo ich die Namen gar nicht kenne, die auch hier rumschwimmen. Ja, also das sind die schwimmenden Wasserpflanzen. Und die vermehren sich natürlich jetzt im Sommer extrem. Also speziell das Hornkraut, wir sehen teilweise sogar ein bisschen Partneralgen. Und wenn das dann überhand nimmt, ich habe tatsächlich im Mai schon mal eine große Schubkarre, eine 300 Liter Schubkarre voll rausgeholt und werde jetzt nochmal, haben wir nochmal eine 300 Liter Schubkarre, aber ich habe das meiste schon rausgeholt und sieht das schon wieder ganz gut aus. Das kann man hier einfach mit so einer Hake machen. Ich habe so insgesamt vielleicht 25 Quadratmeter Teich und jetzt zum Beispiel ein bisschen. Das ist ein bisschen geil. Das ist wunderbar. Das kommt ja, das kann weg. Gleich mit ein bisschen Teichschlamm dabei. Und da kann man ruhig, jetzt im Sommer muss man mal gucken, wie das zugewachsen ist. Aber wenn es so zugewachsen ist, hier, wie hier bei mir, dann auf jeden Fall mal eine Aktion machen und einfach mal die Hälfte rausholen. Und wenn wir noch Nachbarn haben, die noch keine Krebsscheren im Teich haben, dann geben sie ihnen welche ab. Ansonsten sind Krebsscheren ein hervorragendes Hühnerfutter, Schweinefutter und auch Mulchmaterial. Und das zeigen wir gleich. Ja, und so kann man einfach Nährstoffe aus dem Teich entfernen. Wenn man dann noch eine EM-Behandlung macht, noch einen Liter EM mit rein oder so, dann wird auch der ausgewandelte Stamm gleich umgesetzt. Wie gesagt, im Mai habe ich schon mal eine 300 Liter Schubkarre von rausgenommen, bis oben in voll, jetzt nochmal, und also Mai und Juli, also jetzt, ja, gerade Anfang Juli, Ende Mai, also jetzt im Sommer muss man richtig dranbleiben, dass das Ding nicht zu doll zuwuchert, der Teich. Und dieses Material, bisschen Teichschlamm, Teichpflanzen, das ist perfekt von der Mikrobiologie, das ist perfekt vom Nährstoff, also das ist der perfekte Mulch, der perfekte Dünger. Wenn man jetzt irgendwelche Pflanzen hat, denen man was besonders Gutes tun will, dass die besonders loslegen im Wachstum, dann kriegen die diesen Mulch. Und wir haben hier zum Beispiel unseren Pfirsich. Den will man gern was Gutes tun. Und der kleine Mammutbaum hier, der soll auch mal ein bisschen in Gang kommen. Und dann kriegen die eine schöne Mulchpackung davon. In dem Buch 4000 Jahre Landwirtschaft über die chinesische Landwirtschaft, ungefähr vor 100,
zwar also 1900 rum, hat das mal ein amerikanischer Minister besucht und gesagt, Mensch, die haben ja so eine tolle Landwirtschaft und hat darüber ein Buch geschrieben. Teilweise haben die Chinesen extra Kanäle angelegt, nur um sie alle paar Monate sauer zu machen von Wasserpflanzen, um es als Dünger zu benutzen. Also da ist ja immer ein sehr intensiver und sehr cleverer Anbau in Asien gewesen, weil da hohe Bevölkerungsdichten sind. Also Wasserpflanzen, Wasserschlamm, also Schlamm aus Gewässern ist einer der besten Dünger, die man haben kann. Auch in der DDR übrigens, da wurden die besten Anzuchterden aus Seeschlamm gemacht. Also, doch im Sommer noch ein bisschen was zu tun, ab in den Garten.